Ja, liebe Wanderfreunde, in Jaica, hinter der Kirche, findet ihr dann diesen Kreisverkehr hier mit der Norfolk-Tanne. Ja, dann noch ein Stückchen geradeaus und dann die erste direkt wieder links und schon seid ihr auf dem richtigen Weg. Ihr seht hier Weinanbau auch unter schwierigsten klimatischen Verhältnissen machbar. Lanzarote Wein übrigens sehr, sehr gut. Okay. Ja, von da hinten sind wir gekommen und hier erstmal schon mal ein kleiner, sehr schöner Rundumblick. So, und wir gehen jetzt da erstmal die erste Anhöhe rauf. Und da kommt noch eine zweite. Ich kenne mich ja mittlerweile hier aus. Attacke. Ja, Freunde, vielleicht schon an dieser Stelle vom Video mal mein Hinweis, dass die Insel natürlich nicht immer so grün ist wie jetzt. Grün, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, Leute. Aber dieses Farbschema, was ihr jetzt seht, ne, was wunderbar ist, es hat den regenreichsten November seit 33 Jahren gegeben. Ich hatte bisher immer Glück. Ich bin immer so Mitte bis Ende Dezember über den Jahreswechsel dort gewesen und jedes Mal hat es im November stark geregnet. Also eine wunderbare Jahreszeit, so Dezember. Klar, auch noch mal ein bisschen Sonne tanken und schönes Wetter. Also das mal dazu, es wird nicht immer so schön aussehen wie jetzt hier auf diesen Bildern. Ja Leute, an dieser Stelle wie immer mein Hinweis, dass ich natürlich auch fotografiert habe, schöne Panoramafotos. Und die Fotos stelle ich dann wie immer bei jedem Film ans Ende. Ihr findet diese ganzen Fotos aber auch auf Panoramio. Ein Link dazu ist auch auf meinem YouTube-Kanal. Und natürlich sind diese Fotos alle mit Google Earth verknüpft. Also ihr könnt also wirklich den Streckenverlauf auch nochmal anhand der Fotos nachvollziehen. Okay. Ja, ich denke, ihr habt so ein bisschen den Streckenverlauf gerade gesehen. Diese Mauer, diese Steinebegrenzung hat dann eine Lücke und dann müsst ihr so ein bisschen weglos einfach so bergauf, haltet euch dann in Richtung der Handymasten. Ja, und alles wird gut, ne? So, 45 Minuten sind rum. Die erste Höhe ist erreicht, aber es geht gleich nochmal runter und wir wollen da hinten, wo die Funkmasten sind, da wollen wir hin. Haben wir bestimmt guten Empfang mit dem Handy, ne? Okay. Schauen wir noch einmal rundum. Wunderschön. Gott sei Dank eine dicke Wolke heute oder ein, zwei. Weil bei Hitze ist das schlecht zu machen hier. Ja, Freunde, und nicht vergessen, auch mal ein bisschen abseits vom Weg zu gehen. Na, hier rüber, rechts auf die Seite. Habt einen wunderschönen Rundumblick hier. Also richtig grandios. Ihr seht die Schattenbildung, ne, von der Wolke. Also wunderschön, insbesondere jetzt, nachdem es ja im November geregnet hat, überall so ein grüner Fleck dazwischen. Also das ist schon farblich richtig, richtig toll. Kann ich euch mit so einer Kamera schon fast gar nicht beibringen, wie klasse das hier aussieht. Ja, wenn ihr nicht wieder denselben Weg zurückgeht, was natürlich auch geht, um ans Auto zu kommen, sondern nach Vermess absteigt, so wie wir es gemacht haben, dann schon mal mein Hinweis. Ihr könnt natürlich wieder rauf und dann wieder die Strecke zurück. Das ist aber dann schon auch ziemlich anstrengend, die ganze Thematik. Ansonsten mein Hinweis, den ich geben wollte, unten angekommen, nach rechts gehen zum Kreisverkehr. Dort ist das Restaurant Femes und dort gibt es ja richtig gutbürgerliche kanarische Küche und das Ganze zu, ich sage jetzt mal, dörflichen Preisen. Ich will nicht sagen, dass es 50% Abschlag zum Touristenort sind, aber mindestens 30. Also man kann dort gut und günstig essen. Also das mal meine Empfehlung an der Stelle. Und wenn ihr dann tatsächlich mit dem Taxi zurückfahren wollt, bis Jaica von Vermes aus, kostet 12 Euro. Also ich denke, das ist zu machen. Ja Leute, gleich sind wir an unserem hässlichen Ziel. Ja, aber das macht gar nichts, denn der Ausblick nochmal hier runter über die Landschaft, absolut grandios. Wir sind endlich oben und jetzt zeige ich euch mal das Grandiose hier an diesem einzigen Punkt auf der Insel, wo wir wirklich einen 360-Grad-Blick haben. Fangen wir hier einfach mal an. Ganz hinten links dürfte Puerto del Carmen sein. So, ziehen wir einmal weiter hier rum. Und dort hier eben halt, das ist Playa Blanca, entsprechend einmal hinten mit dem traditionellen Teil, Montaña Roja oben, war ich auch schon, habt auch auf meinem Kanal. Ja, und jetzt gehen wir weiter rum. Ja, machen wir unseren Rundumblick weiter. Das Dörfchen weiß ich jetzt nicht. So,
aber gekommen sind wir von da hinten. Und wenn wir da unten wieder ins Tal reinschauen, hier da hinten, dann ist wieder da Jaisa und rechts ist Uga. Und ich gehe ein Stück weiter und mache den Rundgang perfekt. So Leute, bis da waren wir gekommen, Jaisa, Uga. Okay, dann haben wir hier entsprechend eben halt da hinten Puerto del Carmen, davor noch vorgelagert Puerto Calero. Ja, und dann geht es da hinten, dann könnt ihr auch zu Fuß lang gehen, 2 Stunden 20 vom Ende von Puerto del Carmen aus bis nach Arrecife. Und wir kommen jetzt hier wieder raus, hier unten ist Femes, da gehen wir gleich auch noch runter. Und hier haben wir wieder entsprechend Playa Blanca, da hinten Fuerteventura mit der vorgelagerten Insel Los Lobos. Also wunderschöner Rundblick übrigens. Ihr seht jetzt, wo ich hier stehe. Und zwar hier oben, kleine Steinmännchen. Und hier habt ihr den absolut genialen Rundblick. Ich mache es nochmal wirklich einmal auf die Schnelle für euch. 360 Grad Lanzarote. Absolut genial. Eine Wanderung, die sich lohnt. Okay. Ja, in diesem Sinne, Prost, Freunde. Hier unten noch ein Krater, wollte ich euch auch noch zeigen. Da gab es ja wieder Menschen, die da runtergelaufen sind, die ein paar Halme noch zertreten haben, um da ihren Namen reinzulegen. Naja, so hat jeder andere Ansichten. Okay, Freunde, ihr seht, wir sind schon wieder auf dem Weg nach unten. Und zwar nach Femes. Ihr könnt natürlich den gleichen Weg zurückgehen oder ab Femes die Anschlusstour machen. Habe ich auch schon gemacht, findet ihr auf meinem Kanal nach Puerto del Carmen. 4 Stunden ungefähr, kann man sagen. Ja, schauen wir mal. Ja Leute, der Abstieg nach Femes, etwas schwierig durch den Lavasplit aber zu machen, aber sehr rutschig die Angelegenheit. So, und da hinten seht ihr jetzt diesen Weg rauf, einmal bis zur Kuppe, bis zu dieser Tiermast da. Und dann geht es hinten wieder steil und steinig runter und dann kommt ihr dort nur noch am Strand lang, entsprechend bis nach Puerto del Carmen. Die Tour findet ihr auch auf meinem Kanal. Ja, jetzt hier die wunderschönen Fotos. Ich mache jetzt noch ein bisschen Musik. Sagt bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Mr. Bullfish, euer Dirkie, euer Dirk, wie auch immer ihr wollt. Ciao.